Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Ja, ich lade gerade Papier ab. Ich habe die Kartons leider auch hergebracht. Die werden hier nicht gebraucht. Aber was soll ich dann hindern, uns entsprechend hier runterzuwerfen? Und dann ist es gut. Man muss nur sehen, dass es entsprechend angenommen wird, dass wir nur Karton aufladen müssen. Ne? Denn sonst haben wir ja. Weil die auch Karton zuerst aufgeladen hat. Hätte ich zuerst Papier genommen, dann wäre alles gut gewesen. Aber ich habe ja gedacht, der Karton kann es besser belasten. Aber. Na gut, ist ja egal, ne? Nun ja, aufladen. Aber hier müssen wir die Papierpaletten müssen immer rein. Sonst beim Beladen wäre ungünstig, wenn die jetzt wieder auf den LKW kommen würden. So, dann haben wir hier gut gefüllt. Dann schauen wir aufs Lager, ob wir alles da haben. Man wollte noch zum, nein, ich wollte nicht. Man wollte noch Kies herfahren und Schotter, ne? Wasser könnten wir so kaufen. Leerpalette wird noch mit reichen. Kies und Sand. Den fahren wir einfach zum Hof. Und lassen den da mal stehen. Schnappen uns einen guten Traktor und bringen mal hier Kies und Sand her. So. C. Die Plane zu. Und Retour. Damit die Zementproduktion wieder gut arbeiten kann. Und wir bei Gelegenheit mal Zementkraft verkaufen können. Und auch jetzt auch Ziegel rot und grau. Die stelle ich dann auch wieder her. Also nicht wieder, aber eben Produktion aktiviert, wenn natürlich Kies und Sand da ist. Ne? Das ist nur ein bisschen wenig, aber das werden wir jetzt gleich mal holen. Beziehungsweise mit dem Traktor herfahren, mit dem Anhänger und dann das mal hier abladen. Ne? Also die Produktion versorgen. Molkerei hat genug, Papierflieger hat auch genug. Und was nun los? Habe ich gekantet. Ich habe auch noch Bäume hier, ne? Naja, hier müssen wir mal einsammeln. Das ist ja das nächste, was wir machen müssen. Und zwar theoretisch morgen, wenn wir noch Zeit haben. Ne? Also morgen ist noch keine Ernte angesagt, am zweiten Tag noch nicht. Am dritten Tag könnten wir theoretisch anfangen mit der Aussaat vom Weizen und vom Gerste. Theoretisch. Müssen nicht können. Ich wollte die Wiesen 19 und 36 nochmal abernten. Vielleicht für Silage, Ballen. Und dann hier umbrechen, ne, für Getreide. Ja, wir haben viel Arbeit, ne? Also erstaunlicherweise, obwohl wir mit 5 Geschwindigkeit, da haben wir das ganz gut die Zeit, also vergeht. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag, ne? Ich war schon wieder so in Gedanken. Ja, Schafe und so ein Ding, ein Thema, ne? Ja. Ich sag mal, das muss man ja langfristig planen, ne? Weil Schafe bringen im Frühjahr die Wolle. Ne? Schafe werden normalerweise im Juni geschoren. Deswegen heißt es auch im Juni ein Tag oder die Kälteperiode, die da kommt, mit kühlen Temperaturen nochmal als Schafskälte, weil dann die Schafe ohne Kleid da sind. Ne? Im Extremfall kommen die nochmal in den Stall rein. Im Extremfall. Ansonsten
Die Wolle sind schon los, weil die brauchen ja auch für den Sommer keine Wolle, so eine dicke, ne? Und die haben die Funktion mit Sommerfell, glaube ich nicht. Die hätten dann schon ein Problem, wenn es zu heiß ist. Das ist irgendwie so gezüchtet worden, dass es dass die Wechsel nicht mehr da ist, ne? Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist so. Bei Wildschafen machen auch noch so sein, aber bei den Hausschafen, die jetzt für Wolle gezüchtet wurden, es gibt ja auch Schafe, ich sag mal so ganz vorsichtig, die sind eher für Milch oder für Lämmerproduktion gedacht, ne? Also als Schwerpunkt, lieber Hühner, Eier und so, ne? Oder Rinder, Fleisch und so, oder nur Milch. Den stellen wir nur ganz kurz weiter weg, sonst steht im Grunde im Wege. Ja, das große Waschen kommt im Herbst. Ich müsste mal schauen, wo ich den Traktor habe, unserem Fan. Wo ich den nicht finde. Da könnte er dabei sein. Ich müsste zwar auch noch den anderen holen. Der Fan, ne? Ja. Der 900. 39. Dann brauchen wir einen Anhänger, ne? Und deswegen nehmen wir einen Fan, weil der in Schreiber Straße auch schnell ist, ne? Das sind unsere größten Anhänger, die wir haben. Und die können auch entsprechend auf Kies und Dings fahren, ne? Weil die haben kein Förderband. Aber mein Bauern mal zugeguckt und zugehört, der hat einen Hänger gezeigt. Der kann alles fahren außer Kies, weil die Förderbänder, das würden die nicht schaffen, ne? Gut, leuchtet mir ein. Jetzt werden wir Kies und Sand zur Zementfabrik fahren. Das ist ja all vor Ort. Damit die jetzt nächste Tage arbeiten können, ne? Raps sollte gekeimt sein. Hat gekeimt, na schön. Unkraut 0. Hier steht nichts drin von Fruchtbarkeit, ne? Ja, 7% Feuchtigkeit. Das ist hier. Ja. Pflanzenfeuchtigkeit oder sowas, keine Ahnung. Und das wäre Wachstum. Und da zeigt mir hier nichts an mit Fruchtbarkeit. Komisch. Aber wir haben gedüngt, das weiß ich genau. Blocke? Ja, dann ist der BGH voll. Dann ist halt so. Aber den können wir gleich mal freistellen. Sonst kostet ja auch nichts Geld, ne? Nee. Dann ist der. Wo steht er? Dann ist im Prinzip die BGH leer, also die Fabrik leer. Dann kannst du ruhig noch fahren, ne? Das ist hier unsere Güllefass hier, Gärreste. Und der geht nicht weiter. Steigen wir hier aus. Das ist irgendwo blockiert was, irgendwas dabei. Error, Running Luna, Tod Update. So. Einer fragt, ist Englisch. Kann ich nicht. Schon gar nicht verstehen. So, was haben wir hier? 9 Uhr. Der ja, wo da wieder flimmt hier mit Dings hier, kann mit Kursbesser hin. Oder Outreif. Ich weiß es nicht. Ja, schon wieder abgelenkt, ne? Und das ist so bei KI, der kann nicht entscheiden. Fahr ich oder fahr ich nicht, ne?
man kann es auch einstellen, ne, dass er entsprechend dann entsprechend weiterfährt. Aber wiederum ist er Blödsinn, wenn da jetzt nur 10.000 drin sind und er fährt los, ne, das ist Blödsinn. Der Stellen vergessen, naja, ist auch nicht schön. Gas gehen. Ja, heute ist Freitag, heißt am Freitag noch. Ich sag mal, Programm nochmal auf jeden Fall 7 Folgen bearbeiten. Das wollte ich noch machen. Dass ich dann morgen die 7 hochladen kann. Ne? Oder vielleicht sogar nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Was auch passieren könnte. Auch schon passiert. Hingelegt. Nee, eingeschlafen. Den Punkt überwunden, kann man sagen. Die Müdigkeit und dann nachher. Ja, das ist ja im Feld genommen, dass er ziemlich zügig mit dem LKW wäre das mit dem Fahren nicht so ideal, ne? Mit den Kies. Mit zwei Anhänger ist ja auch ein bisschen klo, bisschen zu eng. Fahren wir die Fabrik leer mit Sand und Kies und dann alles rennen nach Möglichkeit, ne? Jetzt haben wir 11.10 Uhr. Ja, schauen wir 2-3 Fuhren. Da müsste ich auch so einen kleinen Traktor haben, im Prinzip einen kleinen Anhänger. Lass mal fahren den ganzen Tag. Ne? Erstmal nur Kies und dann mehr Sand umstellen. Ne? Wäre eine Option. So. Das ist schon, wenn das. Das Gaspedal und die Bremse vor allen Dingen sehr gut funktioniert, da kann man sagen, da bist du schon einen kleinen Vorteil beim Fahren. Ne? Wenn er wieder mal sowas macht wie Rennen und so, ne? Ich meine, gut, ich sag mal, auf Gewinne bin ich nicht so scharf. Muss ich nicht haben. Da gönne ich jeden anderen was, ne? Also das ist, Dinge, die ich haben will, die kaufe ich mir sowieso. Und was ich persönlich jetzt schon habe, brauche ich mir nicht extra nur um den Gewinn einzustecken und dann nützlich herumliegen. Ne? Das wäre ja dann auch naja, nicht fair über jeden anderen, der das vielleicht haben könnte, ne? Oder brauchen könnte. Ne? Wie gesagt, wenn wir jetzt mal ein bisschen Geld haben, was kostet die Dieselproduktion? Kaufen wir das morgen, ne? Dann können wir Diesel herstellen. Wir haben ja Raps genug da. Das wäre ja Blödsinn, wenn wir jetzt den Raps verkaufen würden. Und der Fendt hat ja entsprechend Leistung, da kann er hier Gas geben, ne? Das ist ja gucken, nicht, dass er hier mit Kornschieber auskippt, ne? Ja. Bin auf Uhr gekommen. Und das wäre ja äußerst blöd. Das dauert ja extra lange, ne? Also wenn so ein Anhänger Kies fährt auf Dauer, dann ist die Farbe auch weg. Jetzt soll keiner sich täuschen, was zum Kies abschleifen kann. Aber die müsste ich im nächsten Winter mal alle wieder lackieren, ne? Ist ja nicht nur Schmutz, das ist ja auch Farbe weg direkt. Also. Papier müsste eine Weile reichen. Wer hat jetzt Lohnsonkosten zahlt? Achso, ja, der ist ja noch gefahren. Ich hab mir nicht entlassen. Dass wenn die noch fahren würden, wäre doch perfekt, ne? Aber gut, dann kann er nicht so viel verlangen. Muss ja rechnen, alles berechnen, ne? Das ist ja das nächste Ding, ne? Oh, Entschuldigung.
Können wir auch so fahren. Mal Sand nehmen, ne? Dann kann die Produktion schon mal loslegen. 12 Uhr, wo ist der Regen? Junge. Versprochen. Dürre-Schäden ohne Ende. Es war nur der Hopfen, den wir ernten und die Rüben, aber wäre schön, wenn die ein bisschen Regen kriegen würden. Obwohl im Norden eigentlich der Tau vom Meer, die Luftfeuchtigkeit vom Meer sich niederschlagen tut, ab und zu mal, ne? Wenn das Land sich auskühlt über Nacht und durch den Seewindeffekt die feuchte Luft dann vom Meer aufs Land strömt, dann gibt es diesen Morgentau. Alles nass ist. Das gibt den Pflanzen ein bisschen Wasser, also ist dann die Dürre nicht ganz so extrem. Die Wurzeln haben zwar dann nichts mehr, aber die Pflanze an sich hat doch ein bisschen Wasser von oben, ne? Die an der Pflanze runtergleitet zur Wurzel, also ein bisschen ist da. Besonders wenn die Nächte länger werden, vor allen Dingen. Ja, hallo, ne? Dann länger ein bisschen auskühlen kann, dann ist es doch schon zu merken. Dann fahren wir doch hier zurück, ne? Und daran, Junge, kipp ab. Ja, liebes Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Immer schön Dank fürs Reinschauen. Und tschüss, und ciao. Tja, vielleicht sehen wir uns morgen am Sonntag hier in der Marsch wieder. Tschüss, ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.